Die Gideongasse, da sind wir. Und weiter geht's hier mal direkt. Ich konnte Maltael ins Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählen zumeist das Letztere. Da hat er leider ein bisschen recht, also insofern... Diese Todesmaid kontrolliert den Seelentiegel. Doch nicht mehr lange. Da muss ich ihm ja leider recht geben. Also nicht, dass die Todesmaid diesen Seelentiegel noch lange, nicht mehr lange kontrollieren wird, sondern einfach, dass Menschen sich zu gerne zum Bösen entscheiden. Insofern kann ich den schon so ein bisschen verstehen, dass die in den Menschen den Dämonen sehen. Aber vielleicht ticken die Menschen von Sanctuario auch ganz anders. Weiß man noch nicht. Wir kennen die ja gar nicht so gut. Meistens sehen wir die ja immer nur, wenn die gerade bis zum Hals in der Scheiße stecken. Und einfach mal wieder dringend von irgendeinem Helden Hilfe brauchen, der sie dann aus den Fängen von Dämonen befreit. Ihr habt die euch überkommende Finsternis selbst zu verantworten, Sterblicher. Ja. Ein Heiltrank. Spannend. Und ein spiegelndes Echo. Und ein bisschen Erfahrung. Ich frage mich, ob man in der Tat, wenn ich jetzt hier auf Profi durchspiele, am Ende des Aktes... Ist das denn nicht so geil? Mit Geschick? Nee, nicht so. Zum Ende Danke. Des Aktes. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Nee. Zum Ende des Aktes Level 70 ist, das wollte ich sagen. Wie konntet ihr das wissen? Ich bin Myriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Natürlich. Ach, nicht dieses Grauen. Natürlich. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen Natürlich. Keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Ja, okay, dann mach mal nicht so einen Stress. Wenn das mal nicht die mystischere Quest wird hier. Das war ja ein Spitzenauftritt. Maltael. Er beobachtet euch. Maltael. Ah, wie geil. Ich kann mir das gerade so... Die Menschheit widerte mich zunehmend an, während ich ins Sanctuario weilte. Als ich Maltael schließlich ausfindig gemacht hatte, war ich nicht überrascht zu erfahren, dass er ebenso fühlte. Wir werden der Menschheit, dieser Geißel der gesamten Schöpfung, ein Ende setzen. Und am Ende wird Inarius tragischer Fehler getilgt sein. Die Geißel der Galaxis, ja. Verdammt, jetzt habe ich ihm den Vortritt gelassen und habe vergessen, was ich sagen wollte. Verdammte Hacke, wo war ich denn stehen geblieben? Mystikerin Quest. Ach, fuck. Egal. Oh. Was Dickes. Ihr solltet euch zur Enklave der Überlebenden aufmachen. Hier draußen ist es nicht sicher. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafen möchte. Glaubst uns also nicht, ja? Natürlich, die Items mit den kürzesten Namen überhaupt. Hingebungsvoller Riesenflegel der Spannung. Alter, das klingt wie aus einem Sexshop. Hey Baby, darf ich dir meinen hingebungsvollen Riesenflegel zeigen? Ich habe ihn frisch poliert. Ja, und natürlich hier auch ganz kurz stürmende, rackeswachende Handschuhe der Stacheln. Ich sehe, dass ihr euch die Schuld an Leas Schicksal gebt.
Woher wisst ihr von Lea? Ich sehe nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit. Ah, du kannst lesen. Lasst euch davon nicht überwältigen. Ein Wegpunkt. Ich freue mich. Verdammt, was wollte ich denn sagen? Ach Gott, ich bin jetzt hier aus so Diablo 2 irgendwie immer noch gewohnt, hier wirklich jeden Wegpunkt auch anzuklicken. Brauche ich ja gar nicht mehr. Sollte ich eigentlich nach dem letzten Wochenende wieder drin haben. Oh, die Zombies. Schön. Sind sie nochmal schön aus dem ersten Akt wieder verwurstet. Aber gut, warum auch nicht? Ist halt ein Friedhof, ne? Ach, dieser Eisrotzer ist schon so ein bisschen nervig. Den ganzen Slowdown hier. Der Seraph tauchte wie aus dem Nichts auf. Seine eklige Masche aufgeblähten Fleisches glitt geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren Wachtraum gefangen war. Ich blickte zu Boden und sah, wie Ranken aus Energie sich um meine Füße wanden. Da erkannte ich, dass es nicht Angst war, die mich lähmte, sondern die Magie des Seraphs. Okay. Ja, ich weiß, das Siegelding ist da hinten, nur das Ausrufezeichen ist. Also wahrscheinlich. Aber hier sind Gegner. Und wer weiß, wo sich hier noch Sidequests verbergen? Seid nicht so griesgrämig. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Macht euch nicht über mich lustig. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Klar, weil du natürlich das größte Leid von allen ertragen musstest bisher. Ich meine, gut, vielleicht mehr als wir, aber... Ah, naja. Ich meine, okay, auch ihre Welt geht unter. Oder ist zumindest total am Arsch. Da kann sie uns mal den Tipp geben, hey... Ihr seht die Zukunft? Sag mir, wird diese andauernde Zerstörung jemals enden? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben haben. Natürlich. Warum glaube ich euch nicht? Der Altar der Trauer? Das verheißt nichts Gutes. Einfach mal draufklicken. Flinker Fleischreißer. Fresser. Sein nicht Fleischreißer? Na egal. Ah, setze ich dafür. Ach nee, komm. Dafür setze ich jetzt keinen Berserk ein. Das lohnt dafür nicht. Der ist ja eh gleich platt. So, Wiedersehen. Der Preis. Hey, wir haben einen Preis gewonnen. Und der Preis ist nicht das hier, sondern das hier. Hoppala, sollte das denn? Ah. Nicht so der Karren. Es ist wunderbar, euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein wenig hagerer seid, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Ach ja? Tut mir leid, dass ich die Welt gerettet habe. Und dein Leben. Nächstes Mal überlege ich mir das nochmal. Sieht ja auch nicht so ganz gesund aus. Meine, ich habe Waldo gefunden. Guck mal, er hat seinen rot-weiß gestreiften Pulli an. So, hä? Ich denke, den Kram habe ich jetzt. Kann ich den jetzt nochmal auslösen? Ach nee, ich krieg noch Items. Hab ich gerade. Okay, ich dachte, die Edelsteine können hier noch gar nicht droppen. Gut, dann droppen die hier doch schon. Oh, und ich habe einen Atem des Todes. Sehr schön. Das ist hier das Legendary Crafting Material. Ach, Quatsch, das Legendary. Das Rare Crafting Material. Was leuchtet denn da noch? Ach, die Lampe. Fail. Was sie hier... Also das Legendary Crafting Material ist jetzt halt neu. Da gibt es jetzt halt drei. Vielleicht auch vier. Ich weiß es gar nicht. Es gibt auf jeden Fall der jetzt... Bis Level 60 und dann Level 61 bis 70 Crafting Materials. Ah, Alter, die Def. Oh.
aber keine Resistenzen drauf. Dann doch echt lieber erhöht Schaden bei später Uhr an, scheiß drauf. Aber das Ding hebe ich mir mal auf, das ist vielleicht auch was, wo wir dann mit zur Mystique gehen können und einfach mal Transmogrify ausprobieren können. Und dann können hier die höheren Edelsteine doch schon droppen. Das finde ich ziemlich super. Kann ich meine Ausrüstung nämlich durchaus noch ein bisschen pimpen. Wie viel macht er denn so? Der macht 62. Krass, und das ist einfach mal fast das Doppelte. Sehr schön, sehr schön. Meine Hiebe vernichten euch. Hat er gerade gesagt, meine Igel vernichten euch? Also wird er wahrscheinlich nicht gesagt haben, aber... Lustig wär's schon. So eine kleine Armee an Igeln. Meine Igel vernichten euch. Peaks, peaks, peaks. Ach Gott, ständig geht mir hier das Battle Rage aus. Die Vorfahren sind mir hold. Na klar. Das würde ich von Vorfahren immer behaupten. Ich könnte es auch einfach sagen, du bist der Geilste, aber... Es ist schon okay, dass es... Geht denn hier ab? Ist jetzt mal gut hier. Wo kommen denn die ganzen scheiß Fledermäuse her? Fassbar. Bitte. Eine Monstrosität sucht die Krypta meiner Familie heim. Und es gibt niemanden, der sie schützen könnte. Ah, wie schade. Das ist jetzt alles direkt hier, oder? Ach da. Warum? Iremiel. Ach, der Stunt. Ich verstehe. Deswegen. Zerstörungskrawall. Kriegsherrenfuror. Ja. Habt meinen ergebensten Dank. Nun können wir alle Ruhe finden. Naja, für die Erfahrung nehmen wir das mal mit. Die 11.000 Gold sind mal Rille. Und Items, ja, nehmen. Aber ich muss auf jeden Fall gleich mal wieder in die City. Hier ist nämlich alles schon wieder rotzenvoll, wollte ich sagen. Vielleicht auch robbenvoll. Aber, Entschuldigung, wo müssen wir denn... Ach, auf dem Vorhof von Adelsruhe. Ich dachte, wir müssen hier auf den Friedhof. Ich eile die ganze Zeit auf den Friedhof rum. Also gut, vielleicht geht es hier dann auch einfach weiter. Ich habe nicht gesagt, dass das hier nicht aneinander grenzt. Aber wenn ich jetzt gerade schon wieder so in die Nähe des Wegpunktes komme, gehe ich da doch eben nochmal ganz fix zurück und mache mein Inventar leer. Ach ja, das kleine Gemüse lasse ich da mal liegen. Stört ja nicht wirklich. Schaden macht's auch keinen. Enklave der Überlebenden, da möchte ich hin. Sehr schön. Der Schmied steht hier. Ach genau, dann kriege ich ja... Ach genau, den trüben Kristall gab es auch noch als Rare Crafting Material. Jawohl, dann kriege ich ja jetzt hier auch ganz viele neue Crafting Mats. Nein! Fuck. Das war der Helm, den ich eigentlich behalten wollte. Nun gut. Schade. Da kommen wir jetzt wohl so schnell nicht mehr dran. Bedauerlich. Aber okay, wir finden garantiert noch was anderes Nettes. Das ist das Äquivalent dazu. Das ist das dazu. Oh, das ist das. Da, nee, Moment. Das war ein bisschen blöd. So ist richtig und das gehört dahin.
Unique haben wir natürlich noch nicht, weil ist klar, denke ich. Das geht auch noch darüber. Den behalte ich mal im Invent. Wobei, den könnte ich mir eigentlich schon locker in die Ausrüstung sockeln. Wo steht denn hier... wo steht denn hier der Juwelier? Ich habe gehört, dass der Engel des Todes... Ah, hier. Engel sind für die Angriffe. Ich habe den auf... ich habe diesen dezenten Edelstein auf der Map gerade gar nicht gesehen. Mensch. So manchmal setzt es bei mir auch aus. Ich habe ja gerade nur hier was drin, sehe ich gerade. Wie teuer ist das? 35? Na, egal. So, den wieder rein. Und... Ach, tue ich den jetzt auch schon wieder rein? Wir finden doch bestimmt noch was Besseres. Ah, komm, dann habe ich jetzt halt erstmal irgendwie 10 Stärke weniger. Aber ganz ehrlich, auf die 10 Stärke ist mal geschissen. Da kann ich mir später Gedanken drum machen, dann lasse ich den Sockel lieber leer und spare mir das Gold. Und wo geht es hier jetzt weiter? Da vermutlich. Jawohl. Wenn ihr euch fragt, woher diese Blitze kommen, die ihr ab und zu mal... aus meinem Schwert zucken. Richtig, sie kommen aus meinem Schwert. Das ist nämlich in der Tat der riesige orangene Skill hier, der letztendlich einfach sagt, Mensch, das Ding macht ab und an mal Kettenblitze für 294% Waffenschaden als Blitzschaden. Was ich prinzipiell ganz nett finde. Gerade als Nahkämpfer ist man ja auch immer gut auf Flächenschaden angewiesen. Von daher finde ich das eine gute Sache. Niemand hält mich zurück. Ja, zumindest bislang nicht, ne? Gucken wir mal. Ach, die spawnen immer noch so in Fledermäuse. Jetzt check ich das. Die platzen und dann kommen die ganzen Fledermäuse. Oder die zerplatzen in diese Fledermäuse quasi. Nein, na komm. No, jetzt ist... Was mir so auffällt, es gibt hier echt so an jeder Ecke irgendwie mal was, was man nebenbei machen kann. Also wir haben hier schon diesen komischen Altar auf dem Friedhof gehabt und hier die Krypta, die wir retten konnten. Also es sind natürlich alles keine grandiosen Sachen, aber es ist schon verhältnismäßig viel Kleinkram. Das ist in den anderen Akten definitiv nicht so viel gewesen. Da hat man sowas zwar auch mal gehabt, aber nicht in dem Ausmaße. Ah, und da kommt der gelbe Kreis, da blinkt es. Da jemals hinkommen, wie ist das Ding? Hundewett? Ich weiß, die hatte ich vorhin schon 2-3 Mal, aber ich habe den Namen immer so schnell nicht mitgekriegt. Die spawnen dann auch immer in so einer riesen Horde Gegner. Es ist eh schwer, den Namen rauszufinden. Oh, und dieser Friedhof ist größer als gedacht. Eine Gedenkstätte, da klauen wir doch erstmal einen Gürtel. Warum auch immer, wir hängen da die Truhe, nehmen wir jetzt noch mit. Und da droppt ein wunderbares blaues Armschienengedöns. Ja, ich will doch nur... Ist jetzt mal gut. Mann. Ist doch nicht nötig, dass da gleich 78 Viecher spawnen. So, auf zum Vorhof von Adelsruhe. Auch das klingt irgendwie... Also ich weiß nicht... Ihr seid auf Englisch auch Adelsruhe heißt. Beseitigen der Diener des Todes. Ich feiere auch so ein bisschen diese riesigen Leichenteppiche hier. Also nicht, dass riesige Leichenteppiche prinzipiell cool wären, weil tote Menschen in den Mengen kann nie gut sein. Aber
Es sieht einfach schon sehr stimmungsvoll aus. Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Okay. Wolltest du nicht zugucken, wie das letzte Ding zerstört wird? Nun gut. Lass ich mal dahingestellt. Das nehme ich jetzt auch in diese Folge noch mit rein. Dann gucken wir gleich mal, wie es dann weitergeht. Bin ja auch mal sehr gespannt auf den Endkampf. Den hat ja bislang noch niemand gesehen außerhalb von Blizzard. Also, ja. Wobei, also vielleicht ein paar Auserwählte, keine Ahnung. Aber selbst für die Presse, die ja die Closed Beta gezockt hat, gab es den Endkampf bislang noch nicht. Denn in der Closed Beta war der letzte Endkampf gegen Maltael noch nicht enthalten. Ach, und apropos Maltael, jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich vorhin am Anfang dieser Folge, glaube ich, sagen wollte. Oder war es Anfang letzter Folge? Ich verliere hier schon ein bisschen den Überblick. Auf jeden Fall kann ich mir extrem gut vorstellen, wie damals bei Klein Maltael zu Hause er irgendwo rumsitzt und dann von unten die Stimme kommt. Maltael, komm runter, das Essen ist fertig. Und Maltael, ja Mutter, gleich, nur noch kurz ist das Level zu Ende. Nein, Maltael, jetzt sofort, sonst wird das Essen kalt. Ja, Mutter, aber ich kann hier nicht speichern. Nein, Maltael, dein Vater und ich möchten nicht auf dich warten. Oh, Eltern. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Einfach wegen des Namens, den kann man so geil. Maltael. So. Boah, Gott, ich würde mich so aufregen, wenn ich Maltael heißen würde. Ich irgendwann mal ein Kind kriege, die es vielleicht Maltael nennen, einfach um es abzunerven. Wäre schon ein bisschen gemein, oder? Fort mit dir! Ja, mit dir auch. Na komm, da packen wir hier nochmal Berserk aus. Gott. 60.000er, 70.000er Hits, das ist lächerlich. Schon ohne Reaper of Souls. Mehr aber mit Loot 2.0 waren schon waren schon durchaus Crits im Millionenbereich möglich. So, und jetzt? Achso, jetzt darf ich wieder zu der Trulle, okay. Was war das? Das war Urzael. Urzael? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Na. Gut. Gehen wir zur Enklave. Ich muss sehen, ob Tyrael schon erfolgreich war. Na dann. Ich muss zurückkehren. Machen wir das mal. Läuferhorror. Das ist eine Hose. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut finde. Oh, aber die... Ah, schade, dass da... Ah, aber da könnte ich... Die hebe ich mir auf jeden Fall mal auf, weil wenn wir da das... erhöht den Schaden von Raserei, das vielleicht nochmal eintauschen können gegen Stärke, dann ist die schon richtig, richtig gut. Mit Vita-Rüstung und All-Res, also zu allen Widerständen und einfach der fetten Def, ist die schon weit vorne. Finde ich gut. Maltael. Ein Traum in Schleiflack. So, haben wir jetzt die Mystique eigentlich hier schon? Ja, da hinten wartet ein Ausrufezeichen auf uns. Bruder Anselm. Nee, zu dem will ich jetzt nicht. Schaut, der Splitter wandelt sich. Wow. Maltael stellt etwas mit dem schwarzen Seelenstein an. In der Tat. Er hat die Kraft der Seelen Westmarks gesammelt, um den Seelenstein zu verändern. Doch ich begreife seine Absichten noch immer nicht. Er tötet alles und jeden. Viel mehr braucht ihr doch gar nicht zu wissen. Wir können ihn nicht aufhalten, solange wir nicht wissen, was er als nächstes plant. Oh nein. Die das schöne hat Urzael getan, um die Seelenernte Westmarks zu Ende zu bringen. Urzael.
Es ist an der Zeit, dass er stirbt. Wo ist er? Ich weiß nur, dass er sich in einem Turm irgendwo im Adelsviertel befindet. Und dass er nicht besonders freundlich sein wird. Bevor ihr aufbrecht, um ihn zu töten, solltet ihr an meinem Wagen Halt machen. Ich kann euch ein paar Gegenstände verzaubern. Hat er diese kleine Klugscheißer-Mystikerin, ne? So, und er wird nicht besonders freundlich sein, ja? Ach nee. Und kommt nochmal an meinem Wagen vorbei. Ich kann euch nämlich, ne? Also ihr könnt gerne nochmal ein bisschen Gold bei mir lassen. Gut, dann gucke ich doch jetzt hier in dieser Folge nochmal ganz kurz, wie das Transmogrify hier. Transmogrifizieren, das möchte ich doch. Ach Quatsch, transmogrifizieren möchte ich gar nicht. Ich will ja gar nicht, dass das wie irgendwas aussieht. Ich will... Die muss mindestens auf Stufe 12. Ihr wollt mich doch verarschen. Na, das wird noch ein bisschen dauern. So, Stufe 10 haben wir. Ah, da brauchen wir 1. Haben wir, das ist super. Dann machen wir da gleich mal Stufe 11. Dann muss ich noch so eins finden und die 50.000 Gold haben wir. Dann dauert das gar nicht mehr so lange. Aber okay, einen Atem des Todes müssen wir erstmal finden. Würde mich jetzt auch mal interessieren, was brauche ich denn jetzt eigentlich, um den Schmied und um den Juwelier aufzuwerten? Das gleiche. Okay, also brauchen wir da wahrscheinlich auch jeweils 2. Also brauche ich noch insgesamt 5 von diesen tollen Essenzen. Aber okay, da finden wir in der nächsten Folge bestimmt noch ein bisschen was. Gut, dann muss die Hose eben da ein bisschen warten. Aber das läuft uns ja nicht weg. Nun gut, soll reichen mit dieser Folge. In der nächsten Folge knöpfen wir uns dann hoffentlich schon Urzael vor. Den alten Speckwanz. Und dann rücken wir weiter vor Richtung Maltael und schauen, was uns hier noch so erwartet in Westmarch. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.